Liebe Freunde, das, was ich Ihnen gleich nach der Einführung hier zeige, ist ein Skandal und hat mich auf das Schwerste erschüttert. Sie wollen wissen, was das ist? Bleiben Sie dran. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Liebe Freunde, ich möchte Ihnen diesen Ausschnitt, der ist brandaktuell von heute, vom YouTube-Channel auf 1 zeigen. Ich kann Ihnen diesen YouTube-Channel nur wärmstens empfehlen. Was ich dort sehe oder gesehen habe, war für mich ein Schock, obgleich ich vermutete, dass es so ist, wie es dort aufgeführt wird. Sie sehen dort Alice Weidel in einem Interview und dort führt sie glaubwürdig aus, dass sie wahrscheinlich vom Bundesverfassungsschutz abgehört wird und auch ihre Mails und ihre ganzen privaten Sachen ausgeforscht und abgehört wurden. Mich hat das aufs Tiefste schockiert, weil, nicht weil es Alice Weidel sagt, sondern von der Sache her. Offensichtlich nähern wir uns wieder Verhältnissen an wie in der DDR oder in noch unerfreulicheren Zeiten unserer Geschichte. Der Staat scheint wieder bei der Opposition mit allen seinen möglichen Mitteln einzugreifen, um die Opposition abzuhören und das Abgehörte zu seinen Gunsten zu verwenden. Das Schlimme ist nur, in der DDR war es schlimm, aber jetzt, dank der ganzen technischen Möglichkeiten, die jetzt bestehen, ist die Überwachung natürlich noch viel umfassender. Was Weidel auch ausführt am Ende ihres Interviews oder in dieser paar Minuten, die ich hier Ihnen jetzt zeige, ist die richtige Interpretation. Nähert sich ein System seinem Ende, dann wird es zunehmend aggressiver und benutzt eben diese Methoden. Und ich gehe mal davon aus, dass das System der Bundesrepublik oder gar nicht mal das System, dass das Parteiensystem der Bundesrepublik, was diesen Staat an sich gerissen hat überall, dass die Leute, die dort herrschen, eben jetzt langsam erkennen, dass das ganze Parteiensystem seinem Ende entgegengeht. Und zwar deutlich, schnell und endgültig. Was wir dringend brauchen, ist eine Verfassungsreform, die diesen regierenden Parteiensystemen die finanziellen Mittel entzieht und die wieder eine richtige Demokratie in Deutschland entstehen lässt. Ich wäre zum Beispiel dafür, dass wir die Liste bei den Parteien komplett abschaffen und dass wir nur noch direkt aus den Wahlkreisen die Leute wählen, so wie es in Großbritannien ist. Die großbritannische oder britische Demokratie ist ja schon ein bisschen älter als die deutsche und die haben doch mehr Erfahrung. Und dort haben wir eben kein Verhältniswahlrecht, dort haben wir ein Mehrheitswahlrecht. Und jeder Abgeordnete tritt in seinem Wahlkreis an und derjenige, der die Mehrheit erhält, der kommt ins britische Unterhaus. So ähnlich sollte man es auch in Deutschland machen. Weiterhin sollte man in Deutschland auch generell keinerlei Abgeordnetendiäten und auch keinerlei Bezahlung für Minister und Bundeskanzler durchführen. Politik muss eine Leidenschaft sein und Politik soll nicht zum Geldverdienen dienen. Aber kommen wir zurück. Die Aussagen von Weidel, ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich zu 95% stimmt, haben mich schockiert. Es wird nicht mehr weit sein zu Bücherverbrennungen und zu anderen Dingen, um die Opposition einzuschüchtern. Ich bin in der Bundesrepublik aufgewachsen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass es so weit kommt, wie es jetzt gekommen ist. Also schauen Sie sich das an. Es ist wahrscheinlich wahr und erschütternd. Sie haben ja angedeutet, diese mögliche Zusammenarbeit zwischen Korrektiv und Verfassungsschutz. Gehen Sie noch mit dem Handy durch den Bundestag oder glauben Sie, dass das vielleicht schon abgehört wird? Also ich gehe fest davon aus, dass der Verfassungsschutz sich nicht entgehen lässt, auf allen meinen E-Mails auf meinen Handys zu sein. Ja, das weiß ich auch. Damit muss man dann leben in der Situation. Ja, leider ist es so. Eben, Stasi. Ne? Hatten wir früher alles, dass man abgehört wird. Damals saßen sie dann irgendwo und haben mit der Schreibmaschine fleißig mitgeschrieben. Heute wird das alles dann über das Handy protokolliert. Das ist eine tragbare Wanze geworden ist. Und man liest alle privaten Korrespondenzen mit. Ich muss Ihnen wirklich sagen, ich finde diesen Vorgang
ekelerregend. Und das ist auch kein politisches Statement, Sie haben das ganz richtig rausgelesen, sondern das ist eine persönliche Abneigung gegen einen schmierigen Spitzelstaat, der hier Oppositionspolitiker auf eine widerlichste Art und Weise bespitzelt und abhört und sich in familiäre Angelegenheiten einmischt, wo er überhaupt gar nichts zu suchen hat. Aber das ist symptomatisch bei Regierungen so im Endstadium, wenn ihnen dann wirklich also alles von der Fahne geht, der Wähler, und letztendlich, da muss man anscheinend schon zu solchen Mitteln greifen. Und was ganz furchtbar ist, und das sieht man auch in den geschichtlichen, historischen Zyklen, ist, dass man dann zu solchen Mitteln greifen muss, um dann eben auch gegen die Opposition, gegen Andersdenkende durchzugreifen. Und lassen Sie mich noch eins sagen, wenn das dann dazu führt, durch solche Denunzinationskampagnen, dass hier durch die Straßen gezogen wird und öffentlich zu Mordaufrufen gegen Oppositionspolitiker, AfDler töten, aufgerufen wird, dann muss ich wirklich sagen, und dann auch noch alle Beifall klatschen, das erinnert mich wirklich dann an ganz andere Zeiten. Und ich finde es zutiefst beschämend, dass so etwas überhaupt aus der Erfahrung der deutschen Geschichte, so etwas jemals in der Bundesrepublik Deutschland, in der ich groß geworden bin und in der ich erzogen wurde, jemals möglich sein würde. Lassen Sie mich das etwas zuspitzen. Es gibt den berühmten Satz aus Italien, ich glaube Ignazio Silone hieß er, wenn der Faschismus wiederkommt, Richtig. Wird er sagen, ich preise der Antifaschismus. Richtig.